Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 Alpine DEC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hi. Sie. Das gut bekannte Problem ist natürlich auch wieder da. Am Hang kackt der Unitrack ein bisschen ab. Mai. Nein. Doch. So, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir Geld reinkriegen. Das heißt. Heu verkaufen, nee. Wir haben 111 Euro. Das war schon mal weniger. Wenn ich mich noch richtig erinnere. 111 Euro? Ja. Das war nochmal im 50 Euro Bereich, oder nicht? Wir haben also 111 Euro? Nein. Das war schon mal im 50. Hä? Nein, ja. Wir kriegen dafür. Ach so. Oh Mann. Du hast gerade so bloß gesagt, wir haben 111 Euro. Egal. Ich hab ein Video, wer weiß. Da drüben dazu ist auch wieder unterwegs, man kennt ihn. Immer fleißig am Fahren. Sollen wir mit Hänger abfahren oder mit Ding? Ladewerken. Du kannst gerne mit dem Hänger mit abfahren, weil da kriegen wir mehr rein als in den Aufbau vom Unitruck. Wir machen erstmal ein bisschen Radio an. So, die Ding ist offen, der Zug ist gerade durchfahren, das heißt, ich kann ohne Probleme drüber fahren, außer es wird aus irgendwelchen Gründen plötzlich ein zweiter Zug geben, der wohin rumfährt, den ich bis dato aber noch nie gesehen habe. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Was hast denn du da für Hügelchen abgeladen, ey? Im Silo? Ja, das war da ist ein Petrak aufgesetzt und hat durchgeschaut, ja. Dann brauchst du auch einen Lindtrack. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mehr reinbekomme. Warte mal, ich schau mal nach. Doch, ich glaube schon. Garage, wie viel hat's ein Hänger von uns? 10.750. Ja, und dann kriegst du knapp so viel rein ungefähr wie ich. Ja, ein bisschen mehr als wie in meinem Ladewagen reinpasst. 22.000 Liter sowas. Ja, abladen wir ganz schön. Aber ich muss immer weiter nach rechts, soweit ich mich daran erinnern kann. Ja. Dann fahr ich mit den Hängern. Ich will keinen abladen. Kann ich das bitte? Hallo? Ah! Also der Trigger ist richtig komisch gesetzt, aber gut. Also jetzt glaube ich, es kommt auf jeden Fall mehr Geld rein als wie beim letzten Mal. Das auf alle Fälle, glaube ich auch. Jetzt glaube ich auch auf alle Fälle, so. 2288. Ich glaube, das war beim letzten Mal weniger. Flo? Keine Angst, ich kann jetzt basierend drauf machen, ne? Also. Ich sehe es nicht, gut. Spätestens, wenn es heißt, uiuiuiui, dann weiß ich, was passiert ist. Dann hängen geblieben. So, Zug kommt keiner, hoffe ich. Schnell drüber. Ja. Mann, vorwärts komme ich hoch. Was machst du denn? Den Ladewagenaufbau oben zum Heu reinstellen. Und wollte rückwärts rauffahren, aber komm nicht rückwärts rauf. Also jetzt vorwärts rauffahren. So kommst du rückwärts. Achso, weil die Pickup-Hinzer ist. Nein. Nein, da? Ich häng oben. Achso. Oh, ich muss abbremsen, weil da wird mich auf jeden Fall die Vorfahrt nehmen. Ey, das wird nichts, wir haben da keinen Platz mehr auf Strom. Haben wir keinen? Kann ich nicht reinstellen? Nee, ich komme auch gerade so. Du hast mir gerade aufgefallen. Ja dann. Packen wir wieder rückwärts ab und schon. Dann wird es ja später aufkommt. Die Frage ist, von dem Geld, was wir jetzt reinbekommen, wollen wir uns dann ein paar Schafe kaufen oder was wollen wir mit dem Geld machen? Ja, ich würde schon Schafe sagen. Gut, dann sind wir uns da einig. Nee. Wenn wir uns da einig sind, dann bin ich da dagegen. Oh Mann, du. So, ihr seht, ich habe hier ein paar neue Bäumchen hier platziert, sieht das gerne mal ein bisschen schöner aus. Sieht hier ein bisschen schöner eingekreist hier. Wir sind eine wunderschöne Schafstall.
Ah, jetzt hat er so unten hingestellt. Geht auch. So, voll 500 Grenze, danke. Ja, warte mal kurz. Warte mal, Mal kurz nachgucken, wie viel kostet ein Schaf? 500. Kann ich das hier auch? Geh hier nicht? Wahrscheinlich vorne. Jetzt muss ich schnell raus, dass der aufladen kann. Bevor er mich webschubst. Danke! Ich bin ja vielleicht minimal gehangen. Ich fahre das einfach mal drüber, weil ich fahre gleich ein bisschen. Ja, die Pickup ist wieder hängen geblieben am Boden. Ist da mehr Hexelgut hier drin? Ich weiß es nicht. Und ich hänge. Mutti! Ich glaube, eine Ladung von mir reicht noch und das war's. Weil dann haben wir noch genug Heu für die Kühe drinnen. So. Warte mal, jetzt gucken wir kurz nach, wie viel kostet ein Schaf. Ich würde mal auf 500 Euro schätzen. Oh. Ja, du. Waren die nicht mal billiger? 1500 für ein Stück. Oh. Ja. Ich glaube, die Ladung von mir ist die letzte, weil dann haben wir noch genug Häufig Schafe, weil dann haben wir jetzt verstanden, wir haben noch 232.000 Liter drin. Ja. Also. Ich meinte jetzt nicht so bloß so 5 Schafe oder sowas. So viel können wir uns ja gar nicht leisten. Wir haben 10.000. Scheiße, das Kredit auch noch zurück. Ja. Jetzt geben wir mal Gas da vorne! Meine Güte, dann überhol doch bitte. Das werde ich doch gleich machen. Ich halte in der Mitte so. Der kann dann links überholen. Weil der Zaun keine Kolli hat. Sehe ich ihn da hinten im Spiel? Ja, oder ist ein bisschen weg? Ja, weil. Hat die was ausgebremst? Ja. Ein Auto. Oh, Scheiße, da kommt er mit Warnblinker. Ah, nee. Nur mit normalen Blinker, so wie es sich gehört. Und jetzt rüberziehen. Oh, Junge. Eieiei, du. So ganz langsam ziehst du vor. Hallo. Alter. Das war verknappt, du, ne? Ich weiß, aus was ich das war Absicht. Kommt der Zug gehabt? Nee, schade. Die Hänge sind auf 25 zugelassen. Haben die Druckluft? Normalerweise. Die haben Druckluft, die sind auf 40 zugelassen. Ey. Ja, ist so ein Problem. Oh Mann. Leute, genießt das im vollen Anblick. Oh nee. Ich sehe das war vorher noch nicht da. Ich sehe dich dann nur so rein als und dann so abrupt angehalten, Alter. Oh Mann. War mein Schock auch dran für mich. Eieiei. Ja, warte. Bitte. So, wir drücken nur mit dem Europos da hinten wieder in die Ecke rein. Ich hab den Hänger aufs Auto gestellt. Auf ein Auto? Aufs Auto. Ja gut. Der Arbeiter bei der beim Viehhändler oder der wo ein Tier kaufen will, der bedankt sich auf jeden Fall. Oh Gott, da kommt er gleich. Das Glück habe ich gehalten. Ja, ich kann ablaufen. Ja gut. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber wir laden den Boden ab. Ich gesagt, hallo. Ich muss auch abladen. Ach, jetzt. Schnell weg. Ich merke so eine leicht negative Stimmung zwischen uns. Was ist denn jetzt los? Ich muss Vorsprung aufbauen. Gar nichts gemacht. Ist langsam unfair. Ich hab dir überhaupt nichts gesagt, Alter. Der mag mich nicht mehr. Du hast gesagt, ich will schnell weg. Warte. Den mehr brauche ich nicht wissen. Oh nee. 1100, war das ein Anhänger, oder? Das war einer, ja. Also wir kriegen 2200 für zwei Anhänger und dann noch 900 für vorne. Boah, ist auf jeden Fall besser als 50 Euro, wie beim letzten Mal.
Wir haben 15.000. Wir kommen voran. Und die Sojabohnen können wir uns dann auch noch. Ja, warte mal, ich miete uns jetzt einfach deine. Oh, ich fahre jetzt hier schnell, du bist schon dran. Haben wir denn eine andere Tasche schon mit drauf, Nene? Nee. Jetzt kommt er schon wieder, oder ne? Ich bremse jetzt nicht nochmal ab. Oh, Scheiße. Das Auto bremst aber dich ab. Nein, ich bin geklappt, der hat den Marsch gefahren. Oh. Na ja, gut. Da bremst ihn natürlich auch noch ab. Was? Das bremst ihn natürlich auch ab. Ich muss noch mich daran gewöhnen, dass ich bloß Vorderradlenkung auf der Straße fahre. So, also nicht so windig. Ich miete uns jetzt mal den Drescher und dann lassen wir den da dreschen. Also, wollen wir wieder den Rostel mäschen, wie beim letzten Mal? Für 2000? Ich könnte theoretisch halt 4 kaufen. Oh. Oder wollen wir uns den größeren, neueren Rostel mäschen mieten? Die Frage ist, wie viel kostet der mehr? Der große kostet 5000 und der andere, glaube ich, wahrscheinlich 3 sowas dann. Ich glaube, dann nehmen wir den kleinen wieder, oder? Darf ich was mieten, aber das wird teurer. Ich glaube, du mietest dann... Was würdest du mieten? Also ich glaube, du würdest sagen, die T560 von Johnny, der, oder? Nein, wir haben den nicht mehr drauf. Wer wäre es denn gewesen? Ding. Dominator. Klaas, Dominator, ja. Ja, wir haben den nicht mit drauf. Ach komm, dann nehmen wir den bis nächstes Mal mit drauf. Und beschäftigen uns heute mal noch ein bisschen mit wegfahren. Und dann nehmen wir den in der nächsten Folge mit drauf. Und dann passt die Sache. So, einmal Heu auffüllen, ja. Passt. Ich häng wieder. Na gut. So. Dann dieses Mal wieder verkaufen. Hier ist zum Glück so wenig Verkehr, ziemlich wenig Verkehr. Das heißt, wir müssen wenig aufpassen beim Rausfahren, Verruf einfach. Der ist auch nicht schlecht. So. Erstmal gucken, ob ich für das nächste Mal mit einem Lindner nehmen, weil der fährt 53, dann bin ich doch ein bisschen schneller unterwegs auch. Aber ja. Für die Folge tut es auf jeden Fall noch der MB-Trag. Schon wieder am Auffüllen. Ich bin gerade am Mieten, falls es dir nicht auffüllt. Also Mütsch, ist doch den Rostel nicht. Ja, weil der andere ja nicht mit drauf ist. Ich hab doch... Hast du vorhin nicht ich fahre mit dem genauso, ich hab da kein Problem mit dem. Ich hab vorhin gesagt, wir nehmen den da mit drauf. Egal. Ich hab da kein Problem mit dem. Ich finde den anderen bloß schöner, aber sonst... Flo. Hä? Jetzt haben wir ein Problem, ein dickes Problem. Warum? Der Rostelmesh fährt keine 40 mehr. Oh. Ja dann. Ich muss ja mit 25 lang tuckern. Ich tucker hier mit 25 lang. Also Philipp sieht dann eine Weile nicht mehr. Ich glaube, da bin ich zu Fuß schneller. Ja, zu Fuß läuft der Bauer noch an. Kann sein, ja. Jetzt hat er ihn ausgemacht. Ja. Brauchst schon, oder? Oh. Also. Ich wollte gerade dahinter tragen, ne? Aber nee, jetzt nicht mehr. Zum Glück, zum Glück habe ich mich daran erinnert. Also, er wäre noch angewiesen.
Der fährt nicht mal mehr 25. Wie schnell? 19? 20? 22. 21. Ja, gut. Der Blinker, der hat nicht mehr Blinker. Das ist ein amerikanisches Produkt, der braucht keine Blinker. Ich habe alles kein Ding gemietet, ne? Hm. Schnellwegswagen. Nee, das ist auch nur rausgeschmissenes Geld. Die Straße ist breit. Und wir haben jetzt auch die keine Straße ist breit, ich habe 5 Meter Teil vorne dran. Oh. Ja, dann. Sieht da vorne was Rotes? Ach, Junge. Ja, ich sehe da vorne was Rotes. Oh, je. Ja. Ah, ich hätte ja eigentlich. Selbst der Dominator ist schneller. Ja. Ich fahre nicht auf die Seite, ne? Es geht. Also ich komme vorbei, also kommt ein Auto auch vorbei. Hast du ein Tempomat schon reingemacht? Was? Hast du ein Tempomat schon reingemacht? Ja, schon lang. Du musst in die Kasse. Oh Mann, du. Gibt's die Spielereien? Glaub nicht. Also ich sehe schon, du wirst Spaß haben. Ich bin gespannt, ob ich dich noch suche. Stroblage an. Ich weiß nicht, Leute, wir haben geguckt, ich kann bis dato immer noch keine Hilfe anschalten. Ja gut. Nö, ja, ist nicht vorhanden. Keine Fragen bleiben, ne? So. Und die ist mir leider weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir dich noch überholen, diese Hilfe. Du, ich bin mal gespannt, ne? Also ich bin schon am Feld. Ah. Ja, okay. Bin mal gespannt, weil ich habe jetzt hinten nicht den Häcksler gekauft, ne? Hm. Ob wir da Sojabohnenstroh bekommen. Ja doch. Der haut es dann auch raus. Achso. Weil ich kann den, die Stroblage nicht ausschalten. Gut, das wird spannend. Ich speichere mal vorsichtshalber, ne? Oder hat es gerade gespeichert? Er lässt den Schwad ab, wow. Aber dich sieht man nicht. Es wird wow! Er lässt den Schwad ab, aber es wird theoretisch gehäckselt. Ja gut. Also wenn bis dato kein Fehler, also wir haben es nicht kaputt gemacht. Das ist schon mal gut. Ich hau den Helfer rein, ich hol meinen Unitrag. Boah, Alter, ich hab den halt null gesehen, ne? Was? Ein Auto. So, Kollege, jetzt überhole ich dich aber. Du mit deinem, was ist denn das? Mercedes, Opel, oder es? Dann überholen wir. Familienvans. Ja, richtig schön abgebremst, ausgebremst, so passt das. Dann überholen wir nochmal Familienvan. Ich hoffe nur, dass der Zug nicht kommt, sonst haben wir ein dickes Problem. Ah, nee, geht. Wie ist denn der eigentlich? Entweder er ist gerade irgendwo stecken geblieben. Ah, nee, da, nee. Der Drescher. Oder er fährt immer, wenn wir den Mond nicht sehen. Kann auch sein. Er könnte so schön fahren, aber da ist dieser Pinübel. Oder beziehungsweise ist das Wasserhydrant, ne? Schaut so aus. So. Da war ein bisschen zu eng gefahren, geht nicht. So, dann lang. Jetzt kann ich immer besser bleiben. Keine Frage, keine. Einmal um 180 Grad gedreht. Was ich hier schon links nehme. Ich wollte es nicht. Ich fange auch mal gerade aus. Ist
Zack, ist die Sense am Feld. So. Sag mal, haben die Bauern die Felder getauscht? So. Hä? Was bin ich denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Oh. Wo bist du denn? Ich bin bei Feld 12. Ich hab eine Ackerrundfahrt gemacht, war Absicht, sorry. Das ist die komplett, das ist die andere Flussseite, ne? Ich weiß nicht, wie du dann rübergekommen bist, aber gut. Komm dann mal wieder, ne? Ja. Na. Geht doch. Dachten schon, wenn der jetzt reingefahren wäre, dann. Flo, du hast minimal Probleme, merke ich. Nein. Alles gut. Bist du wieder an der Brücke? Nein. Okay. Alter, Duckschrank, gell? Ein Beleben befugtigt dagegen gedonnert. Oh Mann, du. Nee. Die hängen hinten voll eine Möhre quergestellt. Die Autos haben alle auf mich warten müssen. Ja. Ah, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann wieder, wenn ich dann wieder auf der Straße bin, eine riesige Schlange. Nee, die sind alle weitergefahren. Achso. So. Hier ist es. Füllen wir wieder auf, wie viel haben wir noch drin im Lager? Und so. Ja, der Drescher macht es, also du, der hat da keine Problemchen mit, ne? Wir haben knapp eine 2000er Preis für Sojabohnen. Der Drescher muss sich behalten. Ja. Geht der abwärts oder aufwärts? Er ist glaube ich neutral, oder? Er ist neutral. Getreidemühle. Er steigt nicht und er sinkt nicht. Wo ist eine Getreidemühle? Ja, genau! Ja, okay, das geht noch. Ich muss von unserem Feld raus, da über die Kreuzung jetzt zweimal Kreisverkehr. Da gibt es eine Kalkstation. Getreidemühle. Ah, da hinten. Da wechseln wir uns ab, dass ich da auch mal hinkomme. Nö. Boah, natürlich. Bin ja nicht so. Oh, oder vielleicht doch. Das ist gerade eine richtig entspannte Arbeit, ich weiß nicht wieso. Aber hier so längs fahren, immer mein Zeug wegfahren, sehen wie das Geld reinkommt dann. Das ist aber, das wünscht sich auch jeder. Oh ne, ich habe zwei Autos von mir. Das Problem ist. Wie viele Liter hatten den Ding Polas in dem Drescher? 2000 Liter. Glaube ich. 3000. Da kann ich mich noch zwischen rein mogeln. Das geht. Kollege, schick dir mal ein bisschen. Ich will nicht, dass hier irgendwo der Zug kommt gleich. Aber ne, der kommt nicht. So, hier rein. Dann machen wir die nächste Fuhr weg. Zwar drin im Drescher, aber lass den Helfer fahren. Erfahrungsbau, Leute. Einmal so das aussieht, wie wenn ich was machen würde. Mhm. Tu ja was. Ja. Den Helfer kontrollieren. Wenn er was stehen lässt, sofort rausschmeißen und selber machen. Ja, passt. Dann haben wir das ab. Aber meine lieben Damen und Herren, wir dürfen uns fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ich niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, kostet auch keinen Cent unten. Den roten Knopf, falls noch nicht getan, drauf haben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's mal wieder von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad im LS19 Alpine DLC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. I've been my life, you've been dancing on the moon.
compass was wrong. And I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying.